Oktober wird das Theater an der Wien wieder eröffnet und das wird mit dem Idomeneo sicher eine ganz tolle Sache werden. Vielleicht nur eine Frage, Sie haben ja als ehemaliger Rektor der Universität für Musik, der Privatuniversität der Stadt Wien, ja auch sehr viel Zugang zu jungen Künstlerinnen und Künstlern. Wie steht es denn da sozusagen um die Nachwuchsförderung, sozusagen die Next Generation im Musical, Tanzbereich, also, Oper? Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die Nähe ist eine Schwester, ein Schwesterunternehmen, die MUK, ja. Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, ist auch ein Wien-Holding-Betrieb. Ja. Und mit dem Rektor Andi Meilert-Bocorne bin ich auch in positiven, guten Austausch. Ist es ja so, dass wir durch diese nicht nur wirtschaftlich, auch räumliche Nähe, sitzen in der Johannesgasse, wir in der Seilerstätte, es ist nur ein Häuserblock dazwischen, gibt es einen regelmäßigen Austausch. Das heißt, unsere Castingdirektoren, künstlerischen Leiter schauen ja auch immer in der Universität vorbei, wenn dort Veranstaltungen sind und schauen, wo sind die neuen jungen Talente. Gerade jetzt bei Rock Me Amadeus, der Hauptdarsteller, der Moritz Mauser, ist ja ein noch Student. Der macht gerade erst den Abschluss an der Universität. Die Zweitbesetzung, Clemens Otto Bauer, auch ein Absolvent und Student. Ja.